Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Mad Games Tycoon. Wir haben zwei Spiele, die so gesehen fast schon fertig sind. Es fehlen aber noch einzelne Details und das Soundstudio ist fertig. MMO Online ist alles ausgeführt, sehr gut. So, dann gebe ich das noch in Auftrag hier. Und jetzt muss ich mal schauen. Hier das Motion Capturing Studio. Das ist anscheinend doch deutlich zu klein. So. Anstatt jetzt ein zweites zu machen, würde ich das einfach größer machen. Müsste eigentlich ja so hinkommen. Mit einer Türe da. Motion Capturing. Natürlich das beste Set, was geht. Ja, passt perfekt rein. So. Jetzt braucht es aber noch... Ah, doch, drei Leute mehr. Die stellen wir natürlich hier ein. Geht das unter Grafik? Bin ich mir nicht so sicher, aber da hat es auf jeden Fall gute Leute. Einstellen, hier, so. Gut, dann sollte das ein bisschen schneller gehen jetzt. Engine gewinnen, Engine gewinnen. Was ich übrigens, ich habe gerade einen Tipp erhalten, live, während der Aufnahme kam ein Kommentar rein in den Gameplay-Einstellungen. Und zwar, selbst produzierte Spiele nicht automatisch vom Markt nehmen, habe ich jetzt aktiviert, dass die nicht automatisch vom Markt genommen werden. Das heißt, dass wir die Kontrolle darüber haben, was hier vom Markt genommen wird und was nicht. So, ihr seht, da geht die Grafik noch hoch. Oder die Technik, besser gesagt. Der Rest arbeitet jetzt am Remake, was ich auch sehr gespannt bin. Wir müssen den Hype da nochmals steigern. Und zwar mit einer sehr teuren Kampagne. So. Ich bin gleich gespannt. Also es kann nur jeden Moment soweit sein, dass wir hier... mal dann fast alles haben. Der ist ja jetzt dran an diesem Icon. Das ist das. Ah, da sehen wir, dass da fehlt quasi ein Stern. Das sehe ich da dran. Und dann fehlt das andere demnach auch noch, oder? Wenn das da schon so steht. Wie viel das noch zu erforschen gibt, danach haben wir so viele Themen. Da haben wir alle Themen. So, es ist gerade negativ. Adventure und Tanzen. Also sollten wir nicht in den nächsten 90 Wochen das Spiel veröffentlichen hier. Aber das wird trotzdem durchschlagen, da bin ich mir sicher. Auch wenn das vielleicht nicht ganz so gut ankommen könnte, aber doch genug gut. So, übrigens, die Presse ist wieder mal nicht aktiv, weil ein Auftrag fehlgeschlagen ist. Nehmen wir da wieder einen leichten... wir sind wieder mit zwei Spielen da. So, hat ja letztes Mal super geklappt. 50.000 Fans mehr. Also die Fans bringen ja einem schon gut was. Den müssen wir auch schauen. Denn da haben wir schon fast sichere Verkäufe dann durch die Fans. So, Hype ist auf 81 hoch. Habe ich das richtig erkannt, dass der nur noch höher gehen kann durch ein besseres Upgrade? Habe ich das vielleicht richtig gesehen? Auftragsarbeit haben wir keine mehr. Okay. Und ich kann ja bereits jetzt kein Update entwickeln, oder? Nee. Es muss auf dem Markt sein. So. Ja, dann sind wir jetzt sehr sinnvoll unterwegs. Also ein drittes Game fange ich jetzt nicht auch noch an. Das reicht. Ja, ich glaube, es ist so, dass immer höher sein muss als das. Oh, 100% Betriebskosten für Server. Da stehen wir sehr gut da. Oh, das ist fertig. Also, MMO Online könnte noch eine Sache gebrauchen. Ich würde aber sagen, wir gehen hier... Wenn ich jetzt die Animation... dritter Stufe wähle. Ah, wenn ich die dritte Stufe wähle, dann wähle es automatisch. Die Frage ist, was länger geht halt. Also, ich würde das MMO-Game tatsächlich veröffentlichen. So, mit einem, was fehlt. Und dann können wir an dem arbeiten jetzt, denn da ja, ist es auch nötig, dass wir das veröffentlichen. Also, seid ihr bereit für diesen Moment? Ja. 81 Hype, wart schnell. So, wir müssen noch eine Kampagne machen und dann sollte das hochgehen. Dann sollte das noch besser sein danach. Und danach können wir sofort hier mit einem Update beginnen und wir müssen natürlich schauen, ob unsere Server da auch noch ausreichen. So, 93 Hype, das reicht mir, glaube ich. Ja, sieht doch ganz gut aus jetzt mittlerweile. Spitzenwerte da.
Da eins zu wenig, aber sonst gut. So, selbst produzieren. Muss man das auch produzieren? Anscheinend schon. Okay, jetzt habe ich es wieder vergessen. Wir machen mal 10 Wochen. Ich glaube, es war 8 Wochen, wenn ich da ehrlich bin. Und dann den Preis sehr weit nach oben drücken. Alles aktivieren. Das war dein Tipp oder euer Tipp. Was auch immer das wieder bringt. Also der Tipp war so viel, aber ich würde jetzt mal auf das gehen. So. Dann gibt es hier Punkte. Es gibt ein anderes Game, das auch hier ist. Bewertung. Stoppt mir ein bisschen zu früh. Aber geht, geht, geht eigentlich. Steuerung. 91%, 92%. Sound, Grafik, Packungsinhalt ist alles sehr gut. Gameplay ist ein bisschen schlechter. So, 10 Wochen bis zum Verkauf. Ich würde hier mal... Ja, der hat noch lange Automation. Ich würde den abbrechen und die Strafe bezahlen. So, Spiel produzieren. Mein Spiel. Los geht's. So, ich habe 3,6 Millionen Platz an Lager. Ich glaube, ich fülle den. Ich fülle das voll. 20 Millionen haben wir bisher ausgegeben für das Game. Also da muss einiges zusammenkommen, dass wir das wieder rausholen. So viel ist schon mal gesagt. Dieses Soundstudio hat noch nichts mehr zu tun. Da ist alles ausgeführt. Okay. Ja, jetzt haben wir es vielleicht wieder zu viel. Wir haben aber noch Grafik. Alles ausgeführt. Jetzt sind die wieder zu gut, oder? Gut, wir können auch schon bald... Oh ja, jetzt kann ich jetzt bereits ein MMO-Add-on. Ja, jetzt geht's. Okay. Ich würde das mal so nennen. Für alle da. Ein komplettes Add-on. Kostet 2,9 Millionen. Also weiter. Ah, und dann kann man hier wieder neue Prioritäten vergeben. Ich würde jetzt bei Technik und Gameplay ein bisschen höher gehen. So, die erforschen ein neues Add-on. Dazu braucht es ja... Ah, doch, das braucht... Ah, ne. Man kann aber mit dem Add-on die Grafik noch verbessern, so wie ich das sehe. Also kann ich theoretisch, wenn ich Motion Capturing danach habe... So. Nochmals produzieren da. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Lagerbestand. Wenn nur schon die Fans... Dann kaufen die schon das halbe Lager hier. Ich denke, da wäre es nicht schlecht, wenn wir da noch eine Reihe mehr hinzufügen. So, ich glaube von der Produktionsmenge her geht das. Aber eine Reihe mehr würde nicht schaden. So, nochmals. 4 Wochen bis zum Launch. Wir haben für 5 Millionen Leute Platz auf dem Server. Ich hoffe, das reicht. 100 Hype haben wir. Und jetzt können wir natürlich beginnen. Auch mal für... Ah, ich kann jetzt auch schon das Add-on, aber ich kann jetzt mal für Planet of Tanks. So. Auch noch ein bisschen Hype generieren. Das wäre so das Ziel. Die sind am Add-on. Ich kann das Spiel jetzt... verschieben nach da oben. Also ihr seht, das ist komplex. So, jetzt arbeiten die nach da oben. Dann kann der nämlich Entwicklung von da drüben unterstützen. Damit wir relativ bald dann auch schon das fertig haben. Oder dass wir da soweit vorbereitet sind. Da müssen wir auch noch Bugs entfernen, aber das geht relativ schnell. Es ist vor allem an den Features hier hängt es wieder und am Sound. So, eine Woche. Stopp mal schnell. 3 Millionen habe ich jetzt. Ich produziere 4. Wenn ich 4 Millionen habe, dann habe ich gerade mal ja, diese erreicht. Aber es muss auch noch ankommen. Das ist auch so. Adventure und Tanzen ist unbeliebt. So, ich bin gespannt auf die ersten Sales. Wir sind bei 57 Millionen. Die Produktion mit all diesen T-Shirts und so, die kostet natürlich richtig. Also das darf man auch nicht vergessen. So. Erste Woche. Bin nervös. Aber sowas von... Oh, Studio des Jahres, Spectrum Bytos. Schön. Mein Studio. Und wir haben gerade mal 28.000. Das ist ein bisschen wenig. Wenn ich da ehrlich bin. So.
Der Hype muss da sein. Und ich weiß nicht, ob es noch jetzt was bringt. Also eigentlich nicht. Aber ich kann ja noch mal so einen ausführen. Da muss nämlich viel mehr kommen noch. So, Sound. Sound ist noch dran. Sehe ich jetzt da was auf den Servern? 51.000 auf dem Server. Ah, ich sehe Gesamtverkäufe 123.000, Abonnements 51.000. Das sind ja die, von denen lebe ich ja weiterhin. Ist natürlich speziell, dass man das Game zuerst kaufen muss und danach noch ein Abonnement lösen. Das kommt natürlich so ein bisschen dazu. Und die sollen mal da mit der Entwicklung voranmachen. Wir brauchen weiteres Qualitätssicherungsstudio. So geht das nicht hier. So. Und ja, ich weiß, es ist jetzt nicht alles perfekt hier auf der Map. Man kann vieles noch ein bisschen besser machen. So. Aber es ist ja auch mein erster Durchgang, in dem ich das spiele hier. Okay. So. Die helfen nämlich Bugs entfernen. Und zwar erstmal von dem. Damit wir das dann gleich rausgeben können. Haben wir irgendwelche, die nichts zu tun haben? Die Soundleute halt und so. So, wie viele Tische habe ich da? 5, glaube ich. Ne, sogar noch 2 mehr. So. Gut. So, es sinkt bereits herab, weil das Add-on nicht bereit ist. Das ist unglaublich. Und 57 Millionen ist also ein sehr hoher Betrag, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Der Hype sinkt auch ab. Und wenn ich es richtig verstanden habe, bringen da die Flyer gar nichts. Oder ja, ist vielleicht ein Tropfen auf den heißen Stein. So, aber Abonnements, 73.000. Das sind ja die, die dann, ich weiß es gar nicht mehr, Preis für Abonnements, 5 Dollar bezahlen. Das lasse ich mal so. 5 Dollar im Monat, oder wie? MMO in ein Free-to-Play umwandeln. So, und Free-to-Play hostet man auch auf dem Server. Das habe ich jetzt also auch gesehen, dass das so ist. Und die hier haben alle Themen erforscht. Sowas aber auch. Ha, ich würde Konsolenforschung. Ist teuer halt. Ist halt schon sehr teuer. Ich würde mal was erforschen. Aber wir haben jetzt alle Themen. Was habe ich jetzt geklickt? Komisch. Jetzt ist wieder gut. So, wir haben 102.000 Abonnements. Also ich möchte eigentlich nicht mehr weiteres Geld da reinstecken. Wir haben... Ha, es sind schon wie viele Millionen zusammengekommen. Ich kann es gar nicht in der Übersicht sehen. Also das eingenommene Geld kann ich nicht sehen. Das ist etwa 10 Millionen. Wäre ja eigentlich nicht schlecht, aber es müsste deutlich besser sein. Vielleicht bringt ja das Add-on dann doch den nötigen Hype. Nein, also das Add-on ist fertig entwickelt. So, jetzt mache ich wieder für das falsche Werbung. Das wollte ich gar nicht. Wir müssen nur noch die Bugs entfernen. Da sind wir aber dran. Und der ist auch fertig hier. So, es ist, das Gameplay ist überall verbessert. Das ist soweit gut. Wir müssen noch Spielberichte machen. Bugs entfernen bei Planet of Tanks. So. Motion Capturing ist da noch beschäftigt. Plus das. Das Add-on zählt auch. Ist interessant. Komm, wir gehen mal mit allem, was wir haben, da durch. Also das Konzept vom Add-on habe ich noch nicht verstanden. 100.000 Fans mehr. Sehr interessant. So, machen wir noch eine Meisterschaft. Wir haben wieder 100 Hype für das Ganze. Und ich würde jetzt für das Add-on würde ich da noch eine Kampagne starten. So, das Add-on ist ja auch bald schon fertig. 166.000 Abonnements. Also man verkauft nicht viel pro Woche. Jetzt plötzlich wieder mehr, weil der Hype steigt. Aber die Abonnements zählen ja da. Und das ist das Wichtige hier. So, natürlich der Lagerbestand auch. Das würde ich nicht verschweigen.
Und was mir da auch auffällt, dass unser Lager ein bisschen voll ist, für das, dass ich jetzt gerne dann gleich noch ein neues Spiel produziere. So, mehr hat da aber nicht mehr Platz. 7,2 Millionen. Gut. Also, wir haben da ein Spiel, das fast fertig ist oder fertig. Man braucht da die Grafikpunkte nicht mehr dafür. Da ein Spiel, was beim Motion Capturing fast fertig ist. Es steigen aktuell gerade wieder die Verkäufe. Dann würde ich doch sagen, wir releasen zuerst das Remake. Ah, der startet nochmals von vorne. Na gut, dann ist er noch nicht so weit. Dann würden wir hier die Entwicklung abschließen, denke ich. Ja, komm, ist soweit. Ich habe keine Ahnung, ob das auch was wird. Hier, der Preis ein bisschen günstiger, ist ja ein Add-on. Grafik und Packungsinhalt. Okay. 49 ist der aktuelle Hype. Wir produzieren das Add-on und zwar auch wieder mal so viel. Dann steigen da die Kosten wieder. Und wir machen nochmals Werbung für das. Was habe ich jetzt wieder? Er wählt automatisch dieses Game aus. Das ist so. Gut. Jetzt können wir hier ein Update, kein Add-on, sondern ein Spielupdate für MMO Online alles aktivieren. Das kann man also auch. Update. Und für dieses auch noch ein Update raushauen. Auch wenn das erst in 9 Wochen kommt. Der 50 GB Patch, bevor das Spiel released wird. Das ist das. So, wir haben 43.000 Abonnements. Dass das Add-on als einzelnes Game zählt, ist schon irgendwie verwirrend für mich. Aber anscheinend ist das so. So, dieses Update ist gleich fertig. Und jetzt würde ich nochmals eins für das hier machen. So. Ja, wir haben wieder viele Leute, die nichts machen. Wie der, da kann man einen Spielbericht erstellen. Und zwar von Sam & Max, kenne ich schon gar nicht mehr. So, und der kann auch einen Spielbericht erstellen. Und dem, gut. So, Planet of Tanks ist bald fertig. Das dauert noch ein bisschen. So, jetzt kommt noch ein Update raus. 2 Updates sogar. Und schau mal an, schon wieder steigt's an. Okay, ich würde gleich noch ein Update hinterher machen. So. Und da auch. Beim anderen warten wir noch. Das geht ja erst in einer Woche an den Markt. Ich habe bisher wie viel verkauft? 600.000. Also nehme ich nicht an, dass das viel besser ist da. Da müsste man eher den Hype noch ein bisschen erhöhen. So, 18 Millionen habe ich da investiert. Das ist deutlich weniger als da. Weil man die Grafik übernehmen kann von dem. Oh, das Add-on ist die beste Grafik des Jahres. Kann ja nur Gutes heißen. 30.000. Das ist aber wiederum dann, das zählt zu denen dazu, die ein Abonnement haben. Das schließt sich also mit dem zusammen. Okay. Gut zu sehen. Der ist immer noch dran hier. Das dauert so ewig lange da. Das ist unglaublich. So. Dann machen wir für das Add-on auch noch ein Update. Also für das Add-on bekomme ich keine neuen Abonnements. Heißt das für mich im Klartext, ich muss es also für den einen Preis da verkaufen. Und das wird dann auch für diesen Preis verkauft. So, kann man eigentlich das Update... Das kann ich nicht in die Warteschlange packen. So. Aber es verkauft sich immer gleich hoch aktuell. Und das da ist auch wieder sehr gut dabei. 557.000 sind da dabei. Und gleich kommt noch unser Remaster raus. Kann ich auch kaum erwarten. So, und für das machen wir nochmals ein bisschen Werbung.
So, in Entwicklung. Das Beste natürlich. Wir sind bei 69, also da geht noch ein bisschen was. Und ja, Motion Capturing müssen wir schauen. Das ist echt was Intensives. So, also ich denke, für das Add-on haben wir jetzt genug. Wir sehen, wir sind beim Add-on im Gewinnbereich. Da würde ich auch dann stoppen, noch was abzudaten, denn... Ja, das fließt jetzt von alleine noch. Oder kommt ein Update noch. So, sag ich ja immer. Ein Update noch. Nur noch eines. So. Jetzt mache ich wieder Werbung für das. Gut. Aber von dem her, es ist auch immer noch gewinnbringend. Also wir kommen langsam runter da. Wir kommen langsam auf die... Jetzt haben wir das schon halbiert. Also die Kosten schon halbiert. So, wir sind wieder top vertreten. Also nur wegen den Fans. So, Konsole habe ich nicht. 100.000 Fans mehr. Sehr gut. So, und die da machen auch... Komm, wir machen automatisch wiederholen. Die eigene Messe. So, gleich das Beste. Komm. Das können wir uns leisten. Im aktuellen Stand. So, jetzt machen wir da doppelt so schnell. 1 Million Abonnements haben wir schon. Airport Manager 3. Aha. Das ist nachempfunden an unseren Präferenzen. So. 100. Der Hype ist auf 100. Komm, wir brechen das ab. Abbrechen. Ich will das jetzt noch veröffentlichen. Ja. Selbst produzieren. 10 Wochen. Wieder dasselbe. Ich gehe noch ein bisschen höher, denn das ist ja... Also ist schon was. So, es gibt kein anderes Game, das so ist. Es ist auch nicht auf Minus. Gute Genre-Kombination. Grafik, Sound, Packungsinhalt. Der Spiel des Monats erwartet und den Spielspaß erwartet. 93%. So, und jetzt müssen wir natürlich, dass ich das nicht vergesse, Spiel produzieren. Hier, das Remake. So, let's go. Er produziert. Und ich würde sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, kommen noch schnell die Charts anschauen. Aktive Abonnements. Ja, wir sind deutlich voraus, aber deutlich so. Und hier haben wir Downloads, das ist free to play. Wochencharts sind wir auch nicht so schlecht. Das sind die Awards, glaube ich. Also bin ich gespannt. So, Planet of Tanks 3 ist immer noch da. Mal schauen, ob sich das gut verkauft. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!